Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS22 auf der Landkreis Rostock. So, wir machen hier weiter. Und let's go. Weiter geht's hier im Kreise fahren mit der Sämaschine. Da werden wir viel Saatgut brauchen. Ist schon 80% als 20% weg. Sie fast an der Tanke. Erste Runde haben wir rum. Oh, der Schnee, der nervt. Oh, das wird noch eine ganze Weile so weiter schneien. Habe ich den Eindruck. Derzeit nicht von den Bäumen wegkomme. Verhagelt mir auch nicht mal bitte die Sicht. Aber ich gebe mein Bestes.
Ich würde auch ganz unten dann sitzen. Oder ganz oben in der anderen Ecke. Aber drei Runden, wenn ich auch vier brauche ich. Uns kam noch nicht mal 10% Anzeige. So. Also bekomme ich den Schnee-MLS auch nicht zu mögen. Aber nur langsam. So. Ein Drittel ist schon mal raus an Saatgut. Die Äste. Das ist nicht mehr so ganz so schlimm, wie wo ich ja am Stamm war.
Kopf sagst du, das Ding mit Gewicht genommen, Menschenskinder. Trotzdem wird hier nichts richtig. Der verschenkte Platz hier. Aus der Nonne der Seele wie hier. Wo ich so weit auf dem Acker, auf dem Grünstreifen rumgeackert bin. Nur weil ich nie gerade fahren konnte. So. 40% schon weg. Alter Schwede. Ich bin gerade mit der zweiten Runde vorgewendet. Ist das nicht genau, wo ich jetzt an welcher Stelle ich bin? Ganz so gut habe ich die Karte jetzt nicht im Kopf. Da müsste man langsam die Tankstelle wieder nähern. Bin ich zumindest der Meinung. Da vorne ist die Tanke. Vier Runden würde ich hier vorne hier an 10%. Geh kaputt. Zehn Prozent sind ein Drittel von der Maschine weg.
Rektaria Uni mal an, dass der Schnee nachlässt. So weit, so gut. Tilly. Tut ja ganz schmaler Streifen, die 18 Meter, die wir jetzt knapp haben, in manchen Schilden. Sag mal 15. Meine ganze Optimistik mit 18 Metern. Knappe 20 will ich ziehen vorher. Da gucken wir uns dann gleich mal in der Übersichtskarte an. Ich eher wahrscheinlich im Off. Allzu lange ist die Folge nicht mehr. Und da war auch so ein Signal für mich. So, ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.